Donnerstagmorgen, 5.47 Uhr. Wir begrüßen euch recht herzlich hier in Duisburg-Rheinhausen am Rhein. Ja, bei bestem Wetter. Ja, hochnebelartige, dichte Bewölkung, hat auch gerade schon geregnet. Ja, wir hätten auch noch eine Stunde warten können auf besseres Wetter. Aber wer die Verkehrssituation kennt hier in Duisburg, weiß, dass man zur fortgeschrittenen Morgenstunde schon mal die ein oder andere Minute auf der Autobahn verbringt. Gerne mal im Kreuz Duisburg Nord auf der A59 oder hier auf der A40 an der Lkw-Waage in Kasseler Feld. So, mein Hund möchte jetzt gerne mal in den Rhein gehen. Ja, jetzt müssen wir uns hier mal... So, ich habe noch keine nassen Füße hier von dem Gras. Nein, überhaupt nicht. Ja, was haben wir heute vor? Habe ich das jetzt schon gesagt? Nein, ich glaube nicht. Ne? Also, wir werden heute hier über die Brücke der Solidarität laufen. Und dann durch Hochfeld, kommen dann nach Neudorf, gehen durchs südliche Neudorf bis zum Kaiserberg und laufen dann hinterher an der Sechsseenplatte wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob wir noch zum Fußballstadion kommen, keine Ahnung. Ich habe das einfach mit Komoot geplant, heute die Tour. Und dann geht es auf der Grenze Wannamer Ort und Hochfeld wieder zurück. Ne? Werden so knapp 17 Kilometer sein. Ja? Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Boah, Pelle, jetzt mal so einen Schluck nehmen. Ne? Ich habe mir schon ein ganz trockenes Maul vom vielen Labern. Hm? Pelle läuft stromabwärts. Na Pelle, hm? Wolltest du die ganze Tour im Rhein laufen? So, lass uns mal wieder nach oben gehen, ne? Ach, ja. Jetzt sind wieder so Fußangeln hier. Nasse Füße habe ich auch gar nicht, ne? Nein, nein. So. Ich würde sagen, jetzt geht's endlich los. Ja, jetzt geht's los, ne, Pelle? Würde ich sagen. Nicht vor die Füße laufen. Ja. Ist das ein schönes Wetter, ne? Und so ein richtiges Sommerfeeling kommt da auf. Warte mal, jetzt kann ich gar nicht. Ach, jetzt sind wir. Ach, Pelle, wir sind nicht richtig. Wir sind nicht richtig, Pelle. Wir hätten vorhin abbiegen müssen. Ja, ich wollte vorhin nicht durch das hohe Gras laufen hier, ja, weil ich vermeiden wollte, dass ich nasse Füße bekomme, ja, die ich jetzt trotzdem habe. Naja, gut. Wie dem auch sei, ne? Das war jetzt eine viel zu lange Einleitung. Ich würde sagen, jetzt gehen wir endlich los. Rüber kommt. Hier. Ach Pelle, wie soll ich denn da durchkommen? Sag mal. Pelle, Pelle, hallo, hey, warte mal auf mich hier.
Wie komme ich denn jetzt hier rum? Ja, das sind die Brennnesseln hier. Alter. Hier scheiß Brombeersträucher, hier die Dornenkacke. Eieieiei. Puh. Ja. Also wenn man da keine nassen Füße kriegt hier bei dem komischen Gras, ne, was da immer in den Weg reinwächst, ja. Naja gut, wollen wir mal gucken. Also ich habe keine Lust hier mit nassen Füßen rumzulaufen. Ja, vielleicht könnt ihr das verstehen. Ja, deswegen mache ich immer so kleine Storchenschritte. Vielleicht nutzt das ja was. Keine Ahnung. Ja. Irgendwas merke ich jetzt schon, wie mir das Wasser in die Schuhe läuft. Ach nee, Kerl. Habe ich mir wieder für eine Tour ausgesucht hier. Eieieiei. Ich glaube, da kann ich besser hier auf dem plattgetrampelten Gras laufen. Ja. Das ist auch keine gute Idee, ne? Ja. Endlich wieder auf trockenen Wegen, ja. Den Schlenker da vorne hätten wir uns eigentlich ersparen können. Der war nur dazu gedacht, einen schönen Sonnenaufgang einzufangen. Den wir natürlich heute nicht haben. Ne? Gestern hatten wir einen schönen Sonnenaufgang. Ja, ich blende mal ein paar Fotos ein. Das war auf unserer kleinen 10 Kilometer Morgenrunde. Und wenn ich mir die Wettervorhersage so anschaue, ja, soll es nächste Woche wieder unbeständiger werden und Tiefdruck geprägt und Westwetterlage. Pelle! Hey! Hier bleiben, komm. Ja, Pelle ist schon wieder ganz unruhig, ne? Weil wir müssen nämlich jetzt hier die Treppe hoch und da kann ich nicht bei labern. Ja, deswegen müssen wir ein bisschen warten und da hat er keine Lust zu. Na gut, Pelle, hier bleiben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier die Soli-Brücke hoch, ja? Und dann sehen wir weiter, wenn wir mal hier weiterkommen. Ah, die ganzen Brombeersträucher hier im Weg wachsen hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir Pelle. Wir müssen hier rauf. Überall hängen. So, siehst du. Ja, herzlich willkommen auf der Brücke der Solidarität. Wir erinnern uns alle, Ende der 80er Jahre haben wir hier demonstriert gegen die Schließung des Kruppwerks Rheinhausen. Ja, was im Endeffekt nichts gebracht hat. Was haben wir alle? Was immer auf zu hupen da? Ja, aus allen Städten im Ruhrgebiet kamen die Stahlfirmenmitarbeiter an und haben sich da solidarisch erklärt. Deswegen auch der Name Brücke der Solidarität. Dann gab es noch ein Konzert in der alten Werkhalle. Ich glaube, bei Krupp war es auch gewesen und haben unter anderem die Toten Hosen aufgespielt. Wie gesagt, hat alles nichts gebracht, Bude zu, Leute weg, machst du nichts dran, ne? Schade. So, ich würde sagen, weiter geht's, ne? Finde ich ziemlich laut hier. Ja, der Verkehr hier, ne, der ist natürlich grauenhaft, ja? Gerade um 6.20 Uhr, da hinten ist der Lockboard von Duisburg. Und was soll ich noch sagen? Das Schild gerade von der Schriftzug von der Brücke der Solidarität ist meiner Meinung nach von irgendwelchen Lehrlingen erstellt worden in irgendeiner Lehrwerkstatt, ich glaube von Thyssen, ich weiß nicht genau.
Ja. Ja, jetzt sind wir bei Kilometer 2,5 und jetzt sind wir auch gleich schon in Hochfeld. Ja, und ich glaube, der Verkehr wird auch nicht weniger werden hier. Naja, was willst du machen? Ne? Viele finden das auch nicht so knorke. Ne? Musst du durch, weiter geht's. Ja, Leute, die Brücke hier, absoluter Terror, ne? Laut, stinkend, LKW, die klappern und rattern. Hier ist auch sehr lang, die Brücke, ne? Ich glaube, 1,5 Kilometer. Bist du mal nicht eben so rübergelaufen. Ja, und was ich nicht gesehen habe, hier nebenan, da unten, da die Böschung runter. Ja, das wird parallel ein Weg, ja, den Komoot mir gar nicht angezeigt hatte. Naja, was willst du machen, ey? Ich würde sagen, weiter geht's. Herr Pille, da kommen wir nicht weiter. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Komm. Komm damit. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen in Duisburg-Hochfeld. Um 6.38 Uhr bei Kilometer 3,7. Wie wir gerade gesehen haben, mussten wir wieder umdrehen, weil wir den Weg, den wir laufen wollten, durch ein Tor versperrt war. Erstmal danke an Komoot. Ja. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt laufen wir hier kurz durch den Park durch. Ja, und dann müssen wir eben einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Aber was willst du machen, ne? So ist es immer halt. Ja. Ich würde sagen, weiter geht's, ne? Kilometer 4,6 um 6.52 Uhr. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem Parkplatz der Stadtwerke. Und ich habe mir gedacht, ja, brauchst du nicht die Hauptstraße lang gehen, weil da doch sehr viel Verkehr ist. Kannst du einmal hier über den Parkplatz gehen. Ja, macht auch. Und ja, vielleicht haben wir da hinten noch einen Ausgang. Ja, ansonsten muss ich wieder zurückgehen. Pelle findet das heute auch eher langweilig, ja, mit dem ganzen stinkenden Autos und dem Straßenlärm und was weiß ich noch alles. Und ja, aber ich glaube, es wird gleich besser, wenn wir aus Hochfeld raus sind. Ne? Und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Bis später. Hier bin ich, Pelle. Komm.
So, jetzt habe ich auch gemerkt, ja, es war nicht der Parkplatz der Stadtwerke, sondern es war der Parkplatz von Siemens, wie man hier hinter mir unschwer erkennen kann. So, Philipp, gehen wir weiter. Bis später. Punkt 7 Uhr, 5,4 Kilometer gelaufen und ich sage herzlich willkommen am Puff. Ja, erst mal, wo wir hier waren, ja, wo wir dann fotografieren wollten damals noch, ja, da fand direkt eine Razzia statt, ne, und haben uns gedacht, jetzt müssen wir unbedingt noch mal hier hinkommen. Ja, nichts Besonderes, ja, bisschen rot und blau angestrichen alles hier. Ja. Miete ab 90 Euro. Ach, guck mal, 90 Euro Miete. Ja, Pelle? Nichts Besonderes hier, ne? So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Uhr 8. Wir begrüßen euch recht herzlich hier am Theater Marientor in Duisburg. Ja, da hinten ist der Turm der Stadtwerke, hier vorne ist der Zubringer der Autobahn. Und Pelle ist auch schon wieder ganz nervös, ja, weil er will nämlich weitergehen. Wir kommen nämlich in 2 Kilometern nach Neudorf. Ja, ich würde sagen, weiter geht's, ne? Ja, ich war selbst noch nie hier, ja, also bin kein großer Theaterfreund. Eigentlich müssten wir jetzt da vorne rumgehen, ne, aber hier ist ein bisschen ruhiger. Also Straßenverkehr, der nervt dann doch schon ein bisschen, ne? Und ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter. Obwohl, wir gehen ja schon, ne?
Na, Pele, Krab. Pele. So, hier, hier, komm. Uhr 33, 7,5 Kilometer gelaufen. Ich sage herzlich willkommen unter der A59. Jetzt, wir befinden uns jetzt hier auf der Karl-Jahres-Straße und gehen jetzt gleich durch diesen Tunnel da hinten. Dann sind wir auch schon in Neudorf. Ja? Die Straße da hinten war die Düsseldorfer Straße, die wir überquert haben. Damit würde ich sagen, wir gehen mal weiter, ne? Ach, jetzt ist Pelle hängen geblieben. Ach, Kerlchen. Nee, nee. Opa. Ach komm, Pelle, ich mal hier gucken, ne? Guck mal. Ja, hier war doch damals dieses Unglück mit der Love Parade. Ne? 2010. Ja, und da haben die hier so eine Gedenkstätte errichtet. Ja, und hier auch die Treppe hoch. Ja, ich glaube, das war damals irgendwie so ein Fluchtweg. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier war ich übrigens oben auch noch nie. Ja, kann man mal gucken gehen, eben schnell, was hier oben ist. Ne? Ja, Pelle hoch. So, mal gucken, ne, was hier oben ist. Ach, guck mal, hier kommst du gar nicht. Doch, da hinten kommst du auf das Gelände drauf hier. Ah, guck mal. Guck mal, hier war ich auch noch nie. Ja, da hinten ist die Duisburg-Stadtmitte. Ja, und hier ist ein Brachgelände. Ich guck mal, ob wir da vorne in diese Gebäude mal reinkommen, ja, dass man sich die mal anschaut. Ich glaube zwar nicht, aber probieren geht über studieren, oder wie sagt man das schön, ne? Ja, muss ich hier wieder, ich muss wieder die hohe Gras, da habe ich keine Lust zu. Da bin ich ein Jammerfut, ne? Ja, ich weiß. Ich laufe nicht gern mit nassen Füßen. Oder mit nassen Schuhen. Oder mit beidem. Ja. Vielleicht kann das der ein oder andere verstehen. Ach, guck mal, da können wir durchgehen. Ja. Ach, guck mal, ist sogar eine Tür auf da hinten. Ja. Ja, vielleicht trifft man hier auf den ein oder anderen Obdachlosen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Aber müssen wir mal gucken. Ein paar schöne Steine zum Schmeißen. Ja. So, ich wechsle mal die Kameraansicht. Ja. Das war hier mal Pelle. Pelle. Pede.
So, Pelle! Pelle! Scheint mal jemand gelebt. Ja, sehr interessant. Ja, Pille traut sich hier nicht rein. Ich glaube, das liegt aber daran, ja, dass hier sehr viele Dorngestrüppzeug wächst. Ach, guck mal, Pelle. Hätten wir auch viel einfacher haben können, ne? Hätten wir einfach mal drum rumlaufen müssen hier. Ne? Ja, und gerade auf diesem Gelände, da bin ich dann hinterher angesprochen worden von einer Firma, die für die Sicherheit da verantwortlich ist. Ja, aber auch sehr freundlich, ja. Möchte bitte das Gelände verlassen, weil das Betreten verboten ist. Aber wir sind da durch dieses Tor da gekommen und durch diesen Eingang. Und das konnte man auch erst hinterher sehen, dass das Tor, welches das Gelände verschlossen hat, irgendwie aufgebrochen, aufgehebelt worden ist und dann einfach in die Büsche geschmissen worden ist. Ja, die sind dann mit mir zum Tor gekommen. Wie gesagt, die waren sehr freundlich und sehr nett, haben uns noch kurz unterhalten. Alles gut. Wir gehen weiter nach Neudorf. So, na komm, auf geht's. Danke. So, komm, Opa, auf geht's. Ja, ne, netter Autofahrer, ne? Ja, und an dem Pennymarkt da hinten konnte ich sehen, ja, hier ist Neudorf, Penny Neudorf. Ja, da steht auch schon der erste Einkaufswagen von Penny. Ja, und jetzt haben wir es noch so knapp 2 Kilometer bis zur A3. Und dann sind wir auch schon am Kaiserberg, ne? Komm mal her, Pelle. Und zack. So, ich würde sagen, weiter geht's, ne? So, Pelle, einmal rüber. Pelle, komm mal rüber. Komm mal rüber. Kilometer 8,8 um 7.52 Uhr. Wir haben gerade den Sternbuschweg überquert. Hinter uns ist der Friedhof Neudorf. Ja, und jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Kaiserberg. Ja? Und ich sage, da melden wir uns wieder.
Kilometer 10,1 um 8.13 Uhr. Hier rechts neben mir ist die Kleingartenanlage Waldfrieden. Und wir laufen jetzt gleich unter der A3 drunter weg und sind dann auch schon im Kaisergarten. Ja, und jetzt haben wir noch knapp 6,5 Kilometer zu laufen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder fertig mit der Runde. Da haben wir erstmal, ja, ich sag mal so knapp 1,5 Kilometer gehen wir jetzt durch den Kaiserberg. Und dann hier Luftlinie 500 Meter ist noch eine Brücke. Ach nee, guck mal, das war gar nicht die A3. Das war irgendeine Eisenbahnbrücke. Ja, die A3 kommt hier vorne erst. Na ja, gut, ne? Wie dem auch sei, ne, gibt es dann 500 Meter weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Brücke oder Unterführung ist. Da geht es jedenfalls zurück Richtung, habe ich jetzt gesagt, Sechs-Seen-Platte, ne? Weiter geht's. Kilometer 11,0 um 8.21 Uhr. Ja, ganz schön laut die Tour heute. Ne? Und ich würde sagen, wir machen mal eine Riegelzeit. Ne? Riegel. Hm. Ah, ja, ich weiß. Ich reg mich nicht mehr auf, ne, Fälle? Oh. Ja. Und zack. So, jetzt laufen wir noch ein paar Minuten hier durch den Wald. Ist auch nicht viel leiser hier. Ich weiß nicht, ob man das hört. Da hinten rattert die A3. Ja. Ja. Und dann geht es mit großen Schritten auf das Ende der Tour zu. Ne? Kannst du gleich noch mal trinken gehen. Ne? Ne? Und dann gehen wir zum Stadion. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ne? Komm, wir gehen weiter. Ja, und hier geht es schon wieder los, ne? Okay, A3. Ja, und jetzt sind wir noch so knapp. Boah, versteht man mich hier? Liebe Güte. Ja, jetzt sind noch knapp 10 Minuten bis zur Sechs-Seen-Platte. Und da freue ich mich schon drauf, dass der Pelle da mal reinspringen kann. Bis später. Ja, vor lauter Filmerei, ne, habe ich jetzt hier den kleinen versteckten Aufgang gar nicht gefunden. Ja, jetzt muss man nochmal zurückgehen. Ja, ja, Pelle, wir müssen hier oben rauf. Ja, liegt ja wirklich ein bisschen versteckt hier. Ja, zugewachsen. Komm, Pelle, einmal nach oben. Komm, zackig. So, siehst du. So, jetzt können wir die A3 noch mal in ihrer ganzen Kraft genießen. Ja, da hinten das Hinweisschild, Kaiserberg. Und ich würde sagen, jetzt geht es endgültig weiter zur Sechs-Seen-Platte. So.
Kapelle. So, hier bin ich, ne? Hier, hier bin ich. Komm. So, Kilometer 12,4. Wir kommen an der 610-Platte. Ja, und wie wir hier erkennen können, ist hier ein Zaun. 20 Meter Luftlinie befindet sich der See. Das ist natürlich richtig blöd, dass der Pilger jetzt nicht rein kann. Aber wir kommen jetzt noch an einem zweiten See. Und vielleicht klappt es ja da. Wir werden sehen, ne? Ja, leider auch hier ein Zaun, wie man sieht, ne? Das zieht sich, glaube ich, bis da ganz hinten rum, wo diese Zuschauertribünen sind, ja. Ja, da hat Pelle richtig Pech gehabt heute. Ja. Was willst du machen, ne? Ach, Pelle, hä? Ja, kann ich auch nichts für. Pelle, guck mal hier, Pelle. Pelle, guck mal hier. Pelle, guck mal hier. So, ein Trostleckerchen, ne? Sag mal. So was Blödes, sag mal. Ja, da kommst du nicht hin. Oh, da ist er. Ja, da kommst du nicht hin, ne? Hast Pech gehabt. So, jetzt wollen wir mal gucken, ne? Ich habe hier mal so eine kleine Lücke gesehen. Aber hier ist alles mit Brombeersträuchern überwuchert. Pelle, hier bleiben. Ne? Ah, nee. Guck mal, Pelle, da kannst du rein. Guck mal, hä? Huh? Uah. Punkt 9 Uhr, 13,5 Kilometer gelaufen. Wir begrüßen euch am Stadion vom MSV Duisburg. Ja, und da ich nicht allzu viel mit Fußball am Hut habe, gehen wir auch ganz schnell weiter. Auf zu den letzten 3,5 Kilometern. Ne?
ist die Auffahrt A59 Richtung Wesel, ne? Fennestee. So, und rüber. Ja, und wir laufen jetzt weiter Richtung Hochfeld, ne? Felle? Zack. So, hier, Felle. Und rüber. Ja. Ja, ich glaube, dem einen oder anderen wird das hier bekannt vorkommen. Ja, hier waren wir vorgestern schon einmal gewesen. Hier treffen so die beiden Touren so aufeinander. Ja. Und vorgestern sind wir noch so knapp 100 Meter hier. Ich weiß gar nicht, wer ist die Straße hier? Oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vorne ist Düsseldorfer Straße. Und ja, ich sag mal 14,5 Kilometer gelaufen. Um 9.15 Uhr weiter geht's. Ja, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Vielen Dank dafür übrigens. Ne? Ich habe mal gerade aufs Radar geguckt. Da ist eine so eine kleine Mini-Wolke. Da blende ich jetzt mal eben ein. Ja, hätte vielleicht noch eine halbe Stunde warten können. Wir haben noch 1,9 Kilometer zu laufen. Naja, wie auch immer. Ne? Man kann nicht immer Glück haben. Ich würde sagen, weiter geht's. Ne? Ja, jetzt hat es doch ein bisschen fester angefangen zu regnen. Ne? Wir haben uns mal hier so ein bisschen untergestellt. Warten jetzt mal so 5 Minuten ab und dann gehen wir einfach weiter. Ne? So, Regenpause vorbei. Wir haben uns jetzt knapp 5 Minuten untergestellt und ich würde sagen, weiter geht's auf die letzten 1,7 Kilometer. Auf geht's. Lauf hin. Okay. 9.28 Uhr, 15,2 Kilometer gelaufen. Wir haben es jetzt noch knapp 1,5 Kilometer bis zum Auto. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Der Pille? Jo. Pelle! So, rüber!
Kilometer 16,1 und ich muss mich doch noch mal melden, weil ich mal wieder was vergessen habe, und zwar anzusagen, dass ich die Daten einblende. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf so einer komischen Güterzugbrücke. Ja, da vorne ist die Brücke der Solidarität, wo wir vorhin rübergelaufen sind. Pelle hat keine Lust mehr. Und ich glaube ich auch nicht. Wir sind raus. Der hat Krach gemacht, was? Da kommt der nächste. Ja. Kann schon mal los, die Pelle, was? Ja, guck mal, Pelle, ne? Da unten sind wir heute Morgen lang gelaufen, ne? Ja, da bist du lang gelaufen. Ein Leckerchen habe ich noch. Dann hast du alles aufgefuttert. Zack. Doch, Pelle, Pelle, hey! Guck mal, schon sind wir da, ne? Hm?